Richtung X. Also das heißt, man kann zwar vieles testen, aber es wird bestimmt immer Stellen geben, die jemand anders noch anders, also die Leute noch finden können. Hua! Die ein wenig anders sind. Dabei. Da vorne sterbe ich, das ist schön. Aber wenn ich jetzt hier bin... Ha! Komme ich nicht darüber. Schade. Okay, die Idee war wahrscheinlich ganz gut. Die Zeit wird aber lange nicht reichen, dass wir da so früh hinkommen, oder? Das sind ja nur Sekunden, die das hier geöffnet ist. Das wird nicht gehen. Von hier aus... Besuchen kann man den Krams auch nicht. Das ist schön und gut, das funktioniert auch. Auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so gewollt ist. Aber das geht. Wahrscheinlich fehlt mir im Moment ein entscheidender Funke in meinem Kopf. Das Ding selber reinwerfen wird auch nicht funktionieren, oder? Ja, wie auch. Wie soll ich da denn hin? Das geht hier nicht. Da habe ich ja keine Ablagefläche. Und selbst wenn, was sollte der Würfel da oben? Wenn ich da drin bin, kann ich da oben hin? Habe ich von da... Da oben wahrscheinlich verschlossen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Dass wir da nicht auch wieder rüberschießen können einfach. Das fände ich komisch. Da ist eine Erde. Da ist die nächste Erde wahrscheinlich noch. Auch noch. Wir können da rauf, theoretisch. Also können das eigentlich nicht, aber könnte man bestimmt, falls man Skill hätte. Nein, lass mich runter. Runter. Wenn man... Ich meine, hier können wir ja noch hin. Hier können wir was machen. Das heißt, ich kann auch einfach von hier aus den Würfel theoretisch weghauen. Da ist... Ist er von oben geschlossen? Nee, ne? Oder ist da eine... Kann das da nicht weiterspringen? Da ist eine imaginäre Wand. Okay. Das ist schon mal okay. Hier gibt es leider keine Flächen, dass man da wieder hochspringen könnte. Das wäre dann zu einfach, glaube ich. Wenn man das von hier jetzt besucht, dann ist das Zeug ziemlich soßig. Der Würfel wird wahrscheinlich nicht zu uns kommen, oder selbst wenn. Was sollen wir damit machen können? Boing. Boing. Okay, er ist doch bei uns. Ja, und er ist ziemlich weg. Das wird nicht funktionieren, ne? Das verschwindet auch sofort am... Ah, okay. La 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 la. Hoppa! So. Das ist zu weit. Das, oh, da hätte ich einfach drauf springen sollen. Okay, also alles klar. Ich glaube, der Weg ist relativ eindeutig. Yay! Und das nur nach einer Viertelstunde. Oder 10 Minuten. Ich glaube, es waren nur 3 Minuten. Eigentlich waren es nur 10 Sekunden. Ich habe mich gerade vertan in der Einheit. Ja, aber eigentlich waren es auch nur 3 Sekunden. Also eigentlich war das so schnell. Ich musste das Video jetzt extra langsam abspielen, damit man diesen, diese Vorgehensweise noch ordentlich erkennen konnte, weil es sonst einfach so schnell gewesen wäre. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Das heißt, hier, das Viech kann ruhig weg. Springt das immer gleich hier? Nee, ne? Nö. Ja, das ist ja schön. Oh, hallo Würfel. Das ist mir egal. Das heißt, hier kommt eine ganze Palette an Matschepatsche einfach mal rein. Dann drück ich auf den Knopf. Und dann geht es hier runter. Weißt du, liebes Spiel. Und jetzt kann ich hier rüber. Yay. Und jetzt...
Ist der Würfel weg? Ah, es kommt neuer. Und jetzt musst du darüber. Und dann, na, ist er da drüben. Ich habe keine Pampe. Kann ich das irgendwie hier so, da so? Das reicht leider nicht. Das reicht von der Höhe leider nicht. Wow. Ja, selbst wenn es da oben reichen würde, dann hängt da oben halt ein Würfel. Das wäre auch blöd. Das Feld hier kann man bestimmt nicht öffnen, ne? Kann ich den irgendwie rumkriegen, um die Ecke springen, dass man jetzt da an die Wand schmeißt da vorne? Kann ich speichern? Ja, kann ich. Da oben ist ja auch nichts, oder? Dass man da irgendwie durchkommen könnte, aber es ist ja Quatsch. Gut, wie bekommen wir das darüber? Wir können den Würfel theoretisch... Naja, theoretisch, wobei, können wir das... Nee, können wir nicht. Doch, wir können den vollsoßen, theoretisch, aber was haben wir davon? Dann springt er nur weg. Ist ja auch blöd. Hier andere, an anderen Stellen Soße hinschmeißen, ist auch nicht möglich. Ein neuer Würfel bringt auch nichts, außer dass er ein wenig zickig ist. Da ist ja auch nichts drin. Was haben wir denn jetzt davon? Wie geht es weiter? Kann man das Feld deaktivieren? Nee. Man kann... Das oben kann man deaktivieren, damit die Pampe da durchkommt. Hier hat sich auch nichts verändert seit eh und je. Das ist das, denn das freigelassen wird, da könnte man den Würfel theoretisch rauskriegen. Aber ist trotzdem ein wenig seltsam. Ich könnte das bestimmt nochmal versuchen, dass ich den Würfel da irgendwie hochschmeiße, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das hier der Sinn der Aktion ist. Und es klappt doch nicht so ganz. Hepa! Ne, klappt nicht. Also es ist wirklich... Ich glaube, es ist ziemlich knapp. Ich glaube, es geht nicht. Ja, nur durch Glück hoffen, dass der darüber fällt, indem man den halt einsoßt. Das wäre ja mal ziemlicher Quatsch. Ich hoffe mal nicht, dass es so gewollt ist. Weil das eine ziemliche Unberechenbarkeit ist. Hier... Den Würfel dann ganz normal durchhauen wird auch nicht funktionieren. Haben wir ja schon oft genug getestet, dass es nicht der Fall ist. Da oben diese kleine Pünöpelchen. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwierig. Aber das ist es meistens nicht, sobald man die Lösung weiß. Hooray! Ne, geht nicht. Für den Fall, dass sich das plötzlich geändert haben sollte. Man weiß ja nie, ehrlich gesagt. Anders umlenken können wir das auch schlecht. Das heißt... Da können wir das auch nicht durchbewegen, ne? Das ist ja hier kein... Das geht ja nicht. Ich leg den mal hier so hin. Und den da vorne so hin. Da, wo er vorher schon auch lag. Da, wo er immer hin musste. Vielleicht ändert sich ja was. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen jetzt hier in meinem Gedanken-Brain-Konstrukt. Wie man so schön auf Deutsch sagt. Kann ja sehr gut sein. Hier muss ich raus. Hoah, nicht so hoch. Wenn er hier vollgesoßt wird, dann ist er weg. Boing. Boing.
Das ist mehr als nur formschön, sage ich mal. Ein bisschen was für unterwegs. Hua! Der Würfel ist vollgesoßt. Und ich habe davon nichts, außer ich muss mich beeilen. Das ging nicht, okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so sein muss. Weil, allein aus dem Grund, dass man hier das nicht mehr ablegen könnte, den Würfel, wenn hier alles schon voll wäre. Dann geht das nämlich nicht. Dann kann man den ja nicht mehr hinlegen. Der würde sofort wegspringen. Oh, das war ein bisschen falsch. Hey! Hoi! Ja. Das ist auch so eine Sportart, die ich mir selbst erfunden habe hier. Das durch die Gegend schmeißen von den Sachen. Das Schleudern vielmehr. Der Würfel kann da theoretisch durch, den musst du nur irgendwie hoch. Der kann... Der stirbt auch schon direkt bei dem Feld hier, oder? Ne, das Feld kann der. Das Feld kann der, aber halt, der musste halt irgendwie hoch. Der musste irgendwie rein. Der musste da hinten schon irgendwie rein. Und der kommt hier insgesamt gesehen nicht durch. Oder? Hier deaktiviert sich das ja nie. Das wäre ein bisschen albern. Ne. Da auch nicht. Gut. Das heißt... Hier kommen wir nicht hoch. Hier können wir auch nichts vollsoßen, weil es ja begrenzt ist. Wir selbst kommen da auch nicht durch, dass wir da irgendwie hinkommen. Hier haben wir auch so ziemlich gar nichts von. Hua, nicht darunter. Was habe ich jetzt davon? Es ist die vorletzte Kammer wahrscheinlich. Zumindest steht da 8 von 9. Ich glaube nicht, also das ist hier Kapitel 4, das heißt das letzte von denen. Hua! Ich denke nicht, dass es da noch weitere geben wird. Baung. Baung. Hui! Ja, das funktioniert nicht. Die Frage ist, wie dann? Eine gute Frage, die ich mir hier stelle. Was haben wir denn hier alles? Wir können das hier oben ausmachen. Das ist schön. Das haben wir schon noch nie gemacht vorher. Wir können wir dann Würfel reinbringen? Wahrscheinlich nicht so. Wir können den hier nicht mal durchbringen. Wir können den Würfel hier nicht aus dem Bereich rausbringen, meine ich. Und falls ja, dann wüsste ich gerne wie. Das heißt, wir können mit dem Würfel auch hier nichts anfangen. Können auch da drinnen wahrscheinlich. Wenn ich selber nochmal da oben hingehe, wie sieht das dann aus? Ich habe eine Vermutung gerade, die mir aber nicht gefällt. Und zwar, dass ich hier oben bin, dann runterfalle, dann hier den Würfel greifen muss, dann da hoch springen und dann, also dass man da wieder hochkommt. Problem ist, wie gesagt, das Ding springt hier weg, sobald hier alles vollgepumpt ist. Das ist ein bisschen problematisch. Vielleicht, wenn ich das so leicht an der Seite hier behalte. Vielleicht geht es dann ja so. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Also eigentlich müsste es funktionieren. Das heißt, ich muss dann, ich muss den Würfel dann einfach nur hochbringen. Also theoretisch nur. Soßi-Soß. So, und dass ich jetzt hier runterspringe. Hua! Ah, mit Würfel. Mit Würfel. Sehr gut. Ah, ja, ja, ja. Sehr gut, hat funktioniert. Das heißt, wir können den jetzt hier runterschmeißen. Das ist doch mal nett hier. Das fände ich jetzt tatsächlich ganz interessant als Lösungsansatz. Da gibt es auch kein Gemecker von mir. Weil es funktioniert. Es ist halt schwieriger, wenn der Bereich komplett eingesoßen ist. Aber das habe ich ja schon gesagt und gezeigt. So, na, bleib du liegen. So,
The previous Aperture Science exotic location staging was so calm and peaceful. I hope it helped you with your thinking. Also, I'm not allowed to transform the Aperture Science official nomenclatures into acronyms now, so we'll just have to live with it. Although it will not be long for you. Because we are near the end of the test, of course. Das ist schön. Ein bisschen. Und ein bisschen schade, weil so richtig lang ist das jetzt auch noch nicht gewesen. Das wird vermutlich irgendwie gerade Folge 10 oder sowas sein und irgendwie 11, 12 Folgen dann insgesamt werden, denke ich mal. Schauen wir mal. This is it. The last puzzle chamber. The final picture. The maybe not so grand finale. Ja, und ich hätte gerne noch so ein paar mehr Race Maps gehabt, muss ich sagen. Guck mal da. Mondkapsel. Dass man hier durch die Gegend halt racen kann. Dass man so richtig Schwung hat und dann so einen Parcours hat. Da hätte ich mir gerne noch ein paar von gewünscht. Ich weiß nicht, ob es sowas noch hier geben wird. Aber ich finde es eigentlich ganz cool hier mit Geschwindigkeit und so. Das finde ich da eigentlich noch den interessantesten Part dran, sage ich mal. Dass man auf Geschwindigkeit hier irgendwelche Sachen machen muss. Hey, wow, nicht darunter. Huch, ich glaube, ich bin gestorben. Weil ich auf dem Mond gelandet bin. Warum sind wir eigentlich auf dem Mond? Ist doch Quatsch. Ist doch viel zu weit weg. Das aktiviert da was. Das heißt, hier kann ich jetzt hier rein. Und habe immer noch nur eine Pampe. Okay. Oder was heißt immer noch? Ich habe nur eine Pampe. Ja, das sind ja Geräusche hier. Hier kommen wir da zurück. Okay. Warte mal, kann man das hier vollsoßen? Ich glaube, das war eine blöde Idee. Wenn ich ehrlich bin. Brrr. Wobei, war es das? Nee, war es glaube ich nicht. Guck mal an. Trotzdem habe ich jetzt nur eine Sache hier zur Verfügung. Ich kann jetzt gerade nur springen, aber komme ich darüber? Ich komme nicht darüber, verdammt. Tja, keine Ahnung, ob man die hochstehende Fläche hier ansoßen sollte. Man kommt dann ganz rüber, aber man kommt auch rüber, wenn man hier Schwung holt. Und sogar kommt man dann auch wieder zurück. So wie ich das gerade gemacht habe, kommt man dann nicht zurück, weil man keinen Schwung mehr gehabt hat. Von daher, warum sollte man das ansoßen? So kommt man hier wieder zurück. Hier muss ein Laser rein. Ein Laser. Der da. Haben wir ein Prisma? Oder sonst irgendwas in der Art, was prismatisch aussehen könnte? Hier. Genau, ging das Ding an. Wir haben ja ganz am Anfang was gesehen. Was sehr nach Prisma aussah. Hier. Ist bestimmt irgendwas Tolles. Wo ist das Ding hin? Ist es da oben durchgeflogen oder so? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe sowas jetzt schon gesehen, meine ich. Und ich habe es mir eingebildet, weil ich gehofft habe, dass es hier sowas gibt. Ich meine, ohne irgendwelchen Gegenstand bringt uns das ja auch eher wenig hier.